Als Europaministerin freut es mich, dass heuer auch Publikum aus der Schweiz und Österreich dabei sein kann bei den Bamberger Kurzfilmtagen. Und wir von Oberfranken Offensiv unterstützen aber unwahrscheinlich gerne dieses Festival wieder, weil wir es für toll halten, was für Filme hier immer wieder eingereicht werden. Und es gibt die Kategorie Made in Oberfranken. Passt zu Oberfranken Offensiv, zu unserem Verein. Heute darf ich diesen Preis übergeben. Und das ist immer ein ganz besonderes Ereignis. Herzlichen Glückwunsch an den Preisträger. So. Hallo. Hallo. Ich bin Adelbert Heil von den Bamberger Kurzfilmtagen und bringe die Trophäe in der Kategorie Made in Oberfranken. Oh. Der Bamberger Reiter als Kentaur in Schokolade. Immer möglichst senkrecht halten, okay, und unten fassen am besten. Oh, klasse. Ja, vielen Dank. Ja. Ich stelle es mal hier ab. Ja, genau. So, und dann nur noch auf Start. Okay. Wenn 80 Musiker aus der ganzen Welt in einem Symphonieorchester zusammenspielen, dann ist höchstes Niveau garantiert. Doch dieses Niveau zu erleben, das ist selten geworden, denn seit gut einem Jahr wütet die C-19-Pandemie und verbietet quasi gemeinsames Proben oder gar gemeinsame öffentliche Auftritte. Ein Mitglied der Bamberger Symphoniker hat aus dieser Not eine Tugend gemacht. Eduard Resatz komponierte ein Werk, das die Pandemie quasi hörbar macht. Und all seine Orchesterkolleginnen und Kollegen spielten ihren Part auf ihren Instrumenten mit ein. Allein bei sich zu Hause. Doch es geht noch weiter. Denn Resatz findet in dem Filmemacher Michael Wende das perfekte Pendant, um die Geschichte hinter der Musik zu erzählen und sichtbar zu machen. Und herausgekommen ist eine Symphonie, die mit ihren punktuellen Akzenten vielleicht hier und da apokalyptisch anmutet, die aber auch die Seele der Musiker widerspiegelt und die vor allem Hoffnung spendet. Und damit nimmt das Werk von Resatz gegenwärtig eine ganz, ganz wichtige Rolle ein. Reflections of Hope. Ein würdiger Preisträger, ein würdiger Sieger unseres diesjährigen Regionalfilmwettbewerbes. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, jetzt wiederholt sich's. Kann das sein? Ja, genau. Okay, dann drehe ich noch mal kurz. Moment. Vielen Dank, lieber Mann im Handy. Vielen Dank, liebe Jury. Vielen Dank, liebe Jury. Klasse, total cool. Ich bin selbst so als Ur-Bamberger total stolz auf das hier. Vor allem die Zusammenarbeit mit der Bamberger Symphoniker, mit den Bamberger Symphonikern, die ist sehr wertvoll. Und das ist natürlich klasse, wenn man auch mal was gemeinsam macht, dass dann auch einen so wertvollen, total schön, großartig aussehenden Preis bekommt, der hoffentlich lange in der Vitrine steht, ohne zu schmelzen. Wenn nicht, wird er halt gegessen. Aber vielen, vielen Dank dafür. Und ich wollte Ihnen speziell noch sagen, dieser Preis geht zur Hälfte natürlich an Eduard Resatz, der das Ganze komponiert hat und ohne den das alles gar nicht möglich gewesen wäre. Und natürlich auch Dank an die Bamberger Symphoniker und deren Vertrauen in dieses ganze Projekt und meinen Schnitt und diese ganze Animation und dass überhaupt das alles zustande gekommen ist. Ja, und am Ende vielen Dank an die Jury und an euch und dass ihr jetzt hier seid. Und jetzt trinke ich, glaube ich, erstmal dieses super leckere Spezial-Kurzfilm-Tage-Bier. Wo ist der Flaschenöffner? Achso, soll ich noch? Drehst du schon? Eduard, auf dich. Vielen Dank. Gut. Prost. Bist du mit Flaschen?